Heute im Retro Club geht's mal wieder um Spiele, die in Deutschland endlich wieder erlaubt sind. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Eine weitere Ausgabe des Retro-Clubs Summer on the Beach Edition. Na, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Strand dann guckt oder am Strand. Aber vielleicht solltet ihr es, denn es ist entspannt, es ist cool. Und vor allem, man kommt so ein bisschen in Wallung, weil die Games, die wir uns heute anschauen werden, die werden euch richtig mal ordentlich das Herz pumpen lassen. Und vielleicht ist das so eine Stunde oder drei am Strand eigentlich ganz nett. Wenn ihr was Schönes am Strand zum Anziehen haben wollt, was für eine Überleitung, dann checkt doch das wunderbare Retro-Club-Merch aus. Gibt es unter anderem hier unter folgendem Link, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr was lesen wollt, in der falschen Verpackung hier schon, wenn ihr was lesen wollt am Strand, dann holt euch doch die große Bucketlist des Gaming. Das aktuelle Retro-Club-Buch ist seit ein paar Wochen draußen, wo wir das gerade aufnehmen, seit gegen Ende Juni. Großer Dank an alle, die es schon gemacht haben. Und großer Dank vorausschauend an alle, die es vorausschauend machen werden. Denkt auch gerne dran, wenn es euch gefällt, eine gute Bewertung bei Amazon und anderswo zu hinterlassen. So, Leute, Business des Tages. Deindiziertes Spiele-Special ist mal wieder dran. Normalerweise warte ich meist, das ist ja eine der regelmäßigeren Folgen hier im Retro-Club, wenn dann genug Spiele meist gegen Ende des Jahres wieder vom Index runtergekommen sind, bedeutet also Spiele, die seinerzeit in Deutschland indiziert wurden, wegen ihres Gewaltgrades oder anderweitigen Geschichten. Da haben wir es ja häufig in den letzten Jahren, dass die Verjährungsfrist dann überschritten wurde oder dass auf Antrag solche Spiele wie GoldenEye vom N64 zum Beispiel, nachdem sie jahrelang nicht öffentlich beworben werden durften oder nachdem man sich nicht öffentlich damit beschäftigen konnte, weil ja eine verrohende Wirkung auf die Jugend und die Kinder dann entstehen könnte, die sind wieder vom Index runtergekommen mit genug Zeit, Kontext und anderen Maßstäben, die heute dran gesetzt werden. Und jetzt hatten wir wieder bis zu Mitte des Jahres, ein bisschen nach Mitte des Jahres, tatsächlich wieder etliche Titel angesammelt. Da nochmal auch ein großer Dank an die Seite schnittberichte.com, die erwähne ich ja auch immer ganz gerne, wenn es dann um sowas geht, die immer dann vorne dran ist und schaut, okay, was für Filme und Spiele sind vom Index runter. Die haben auch die ganzen Indexbescheide nochmal gesammelt. Und ja, da sind jede Menge Spiele seit der letzten Folge wieder vom Index runter, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Viel Shooter, viel Lightgun-Action und Zombies unter anderem. Aber bevor wir von Zombies sprechen, wir werden das erste Spiel uns gleich haben. Da können wir aufs Ingame schon mal drauf gehen. Da seht ihr die selbst ablaufende Demo. Wunder, schaut euch das aus, ne? Das ist ein ganz klassischer 90er-Jahre-Ego-Shooter. Aber schaut euch die Gegner da einmal an. Die sehen auch ein bisschen vertraut aus, ne? Guck mal, da ist der Gambit da unten. Und das da, wie hieß der Johnny mit den Flügeln nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber die X-Men sind's. Der war im dritten Film doch, ne? Wo der geflogen ist. Angel? Ist er das? Ich weiß es nicht. Aber ihr werdet auch andere X-Men da sehen. Was wir hier gerade sehen, ist X-Men The Ravages of Apocalypse. Mitte der 90er auf dem PC rausgekommen, ist kein vollwertiges Standalone-Spiel, sondern tatsächlich eine Mod für Quake. Und Quake natürlich auch bekanntermaßen ein Spiel, das gerne indiziert wurde und auch alles, was so an Level-Packs oder Add-ons oder Mods, die dafür rausgekommen sind, sind auch auf dem Index gelandet. Und jetzt, wo Quake seit einiger Zeit vom Index runter ist und die Verjährungsfristen und anderweitigen Beantrag, dass solche Spiele runterkommen, da kommt immer mehr auch von den Mods hier mit bei. Und ja, während die selbstablaufende Demo läuft, wir werden gleich auch mal selber spielen. Ich habe von schnittberichte.com die Indexbescheide rausgesucht und ich werde euch ein bisschen daraus vorlesen. Die sind natürlich meist sehr umfangreich. Da steht dann, was der Antragsteller für einen Grund genannt hat, warum es hier ist. Dann steht die Begründung, ob und wann es indiziert wurde. Wir checken einmal den Text des Antragstellers hier aus und der hat geschrieben, das Spiel X-Men The Ravages of Apocalypse ist jugendgefährdend, da die dem Spielenden zugedachte Aufgabe im Wesentlichen in der reaktionsschnellen Liquidation zahlreicher Gegner besteht. Diese Tötungsszenen sind zentraler Bestandteil der Handlung und zum erfolgreichen Durchspielen des Programms unumgänglich. Die Tötungen sind sehr realistisch, in Klammern Blutspritzer und Todesschreie, ihr seht's und hört's, dargestellt und verharmlosen durch ständige Wiederholung das Töten. Gucken wir nochmal den nächsten Absatz rein. Der zielgerichtete Einsatz der jeweils zur Verfügung stehenden Waffen ist unumgänglich, da sonst der eigene Tod droht. Eine mögliche sozial-ethische Desorientierung ergibt sich insbesondere aus dem Einüben des gezielten Tötens. Möglichkeiten einer non-aggressiven Konfliktlösung existieren nicht. Ein erfolgreiches Durchspielen des Programms ist untrennbar mit der Liquidation der Gegner verbunden.
Ja, ihr werdet es hören, wenn wir dann mehr durch diese Indexbescheide durchgehen. Die haben natürlich ihre gewissen Formulierungen, die auch als Grund dann eben genannt wurden. Da muss man nicht immer wieder die gleichen Absätze vom Neuen schreiben, so von wegen sozial, ethisch, desorientierend und so weiter, wenn man da entsprechend diesen Grund nennt. Deshalb wird sich dann häufiger sowas mal als Grund dann wiederholen. Aber da sehen wir einmal, was so die Begründungen gewesen sind, warum dieses Spiel absolut nicht in Kinder- und Jugendlichenhände gehört. Ich habe einiges gebraucht, um das Ding hier als Mod mit Quake zum Laufen zu bekommen. Quake hast du natürlich heutzutage mittlerweile wieder durch Steam-Downloads und andere Versionen, dass du es heutzutage relativ easy spielen kannst. Ich habe es jetzt hier so halbwegs zum Laufen bekommen mit der Windows-Version von Quake. Ich kann hier mit WSAD herumlaufen. Man startet tatsächlich im Mansion von Charles Xavier. Und also, ich habe Mauslook, aber dazu muss ich die Mauslook-Taste permanent gedrückt halten. Dann kann ich mit meiner Touchpad-Tastatur, die ich hier habe für das Setup hier, tatsächlich Mauslook machen. Allerdings, wenn ich sie loslasse, funktioniert der Mauslook nicht mehr. Also ich habe nicht herausgefunden, wie man es korrigieren kann, aber kurz zum Anspielen reicht's einigermaßen. Du kannst dir hier im Anwesen von Charles Xavier quasi aussuchen, welchen Pfad, welche Schwierigkeit du haben willst. Und wir nehmen einmal Easy, weil das Game ist wirklich knackig. Und ich spiele, wie gesagt, hier unter erschwerten Bedingungen mit der Touchpad-Tastatur und dem kleinen Finger permanent auf der Mauslook-Taste. Ich muss in diesen Johnny reinlaufen und der warpt mich dann zur ersten Location. Es sind nicht die guten X-Men, die wir hier bekämpfen, sondern laut Story, Apocalypse ist mal wieder an irgendetwas ganz groß schuld, das sind Klone. Und diese Klone müssen natürlich erledigt werden. Zum Beispiel hier, die hier mit dem Schwert. Da zimmern wir auch nicht drauf. Ihr seht es auch entsprechend. Also ja, die Wurzeln von Quake haben wir geschafft, immerhin. Da, Mauslook mal runterschauen. Da, schaut euch an, hier die lauter Blutflecken und alles hier und drauf. Es ist schon, ich hätte die Wurzeln von Quake nicht direkt wiedererkannt. Wobei natürlich, wenn du jetzt in den 90ern unterwegs bist und genau weißt, wie Quake sich anfühlt und funktioniert, siehst du es wahrscheinlich eher. Allerdings, als Conversion haben sie ihre Aufgabe jetzt hier nicht schlecht gemacht. Die Gegner ruckeln und haken hier ein bisschen. Jetzt haben wir es mit Cyclops zu tun. Und da wird es schwierig, weil Cyclops kann natürlich Augenlaser verschießen. Und deshalb sollten wir nicht zu nah bei ihm sein. Zum Glück hat sie ihn hier auch gefetzt. Das ist nicht der letzte Cyclops, auf den wir treffen werden. Ja, ist einer von denen hier, aber muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Mal gucken. Ich habe die Möglichkeit, meine Waffe in eine Faust zu verwandeln. Faust, Bomf, Bomf. Kann ich ihn eigentlich bomfen? Mal gucken. Bomf, Bomf. Ja, nicht mehr. Der ist schon zermürzt hier. Und natürlich, je nachdem, was ich aufnehme, ein paar andere Sachen. Ich habe hier noch so eine Art Granatenwerfer und es gab auch einen Flammenwerfer. Der sieht auch krass aus, ne? Hier wollen wir einen kleinen Tacken weiter. Man muss hier durch diesen Trainingsparcours erstmal durch. Und da sieht man schon, jetzt haben wir nochmal eine Schwertkämpferin. Weiß jetzt nicht mehr, welcher Charakter das genau war. Ich muss aufpassen, dass ich dabei auch nicht runterfalle mit dem Aufzug. Aber, ja gut, da fährt sie jetzt hier erstmal runter. Und ihr seht, da drüben sind auch lauter Cyclopse aufgebaut. Ich muss aber an diese Schalter ran. Deshalb gucke ich mal, ob ich genug über habe, um die wegzuzimmern. Wir werden es mal nacheinander machen. Hier einmal mit dir. Ja, ich habe nicht mehr, keine Schuss mehr. Jetzt habe ich nur noch die Faust. Oh, das sieht... Ah! Player died. Das war nicht so clever von mir. Wo schmeißt du mich raus? Ganz am Anfang, oder? Och, nee, das ist doch nicht so. Das ist doch nicht wirklich nett. Aber so viel werden wir auch nicht hier von dieser Mod hier machen. Es spielt sich schon okay. Ich glaube, ihr habt ja da auch den Multiplayer mit Bots quasi gesehen in der selbst ablaufenden Demo. Das ist wahrscheinlich so eher das sein, was die meisten Leute gespielt haben. Einfach auf so eine Map rauf. Ich konnte jetzt hier keine Bots einstellen zum selber spielen. Aber you've been paralyzed. Oh! Ja, und wurde ich gekickt hier. Ist aber auch nicht nett. Da, only two more to go. Also der Multiplayer auf so Maps ist wahrscheinlich das Spannendere, als jetzt die Singleplayer-Level sich hier anzugucken. Aber ich habe es auch nicht allzu weit gespielt, um dann vernünftig eine Einschätzung abzugeben. Warte mal, können wir mit dem Flammenwerfer mal flamen? So, komm mal her, Cyclopsy. Scheiße, meine Flammen sind durch. Okay, dann geht's einmal so. Ich will es nur einmal probieren, ob es denn so klappt wie vielleicht. 98 Schuss nur, das wird nicht so gut ausgehen. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo geht die Tür auf? Da geht die Tür auf. Erstmal Schwertlady wieder, die mich paralysiert. Deshalb muss ich irgendwie mich auch bewegen. So, nicht zu nah ran. Komm her, mein Klops. War getroffen, da nehme ich auch mal, aber egal. Wir holen uns mal die Schuss hier.
Fuel Packs. Ich glaube, das müsste für einen Flammenwerfer sein, würde ich schätzen. Oder was steht da unten? Nee, es ist. Oh, es ist die Waffe. Okay, aber die ist, glaube ich, ganz gut. Ah, nicht wieder so nah ran. Hat es gereicht? Will nicht zu viel verschwenden, aber. Sieht doch, ah! Sieht doch ganz gut aus. Touchpad lass nach. Nicht die idealsten Voraussetzungen, um das so zu spielen, aber immerhin, dadurch, dass ich auf Easy jetzt gestellt habe, sind zum Glück nicht so heftig. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Jump geht so. Okay. Eins. Zwei. Gott. Ist aufregend, dass der ganze Rest jetzt hier diese Sprünge zu machen. Drei. Und vier. So, jetzt müsste die Tür offen sein. Jetzt gucken wir, wer uns hier noch erwartet. Ging's fast runter. Nehmen wir mal die Tür. Eine Keycard. Shoot the button to get to the other side. Oh, aber. Schau's dir an! Ein paar Storms! Voll die Blitzattacken hier. Die ist jetzt. Oh, und da haben wir nochmal. Das muss doch Angel sein, ne? So, hauen wir dich auch weg. Ich muss das Ding da anschießen, damit ich vorbeikomme. Auch besser zielen. Also es geht schon nach einiger Zeit. Das wäre jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, geil, endlich vom Index runter. Aber ist natürlich mal eine interessante andere Farbe, die bespielt wurde, die rote Farbe. Genug von X-Men Ravages of the Apocalypse. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Mischbetrieb gemacht. Ein paar Sachen habe ich euch als Video mitgebracht, damit wir in den Indexbescheid reingucken können. Ein paar werden wir auch spielen. Wenn wir auf dem PC sind und über Mods sprechen, das nächste Game hat sein Leben als eine Mod von Duke Nukem, meine ich, angefangen, bevor ein Standalone-Spiel daraus wurde. Wir gehen aufs Ingame rauf. Wir sind bei NAMM. Entschuldigung, nicht aufs Ingame, genau, auf die Mats drauf. 1998 rausgekommen und da steht im Indexbescheid drin, einmal die Gründe, warum es indiziert wurde. Sein Inhalt ist offenbar geeignet, Kinder und Jugendliche sozial-ethisch zu desorientieren, was das Tatbestandsmerkmal sittlich zu gefährden, nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. Computerspiele, die den Spieler zur Vernichtung menschlichen Lebens auffordern und die einzelnen Verletzungsaktionen in allen Einzelheiten präsentieren, sind in der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle im Regelfall als verrohend und damit sozial-ethisch desorientierend eingestuft worden. Dies gilt unter anderem für eine Reihe NAMM-gleichartiger Spiele, in denen die Tötung von Menschen mit Hilfe diverser Waffen eine wesentliche Rolle spielt, zum Beispiel Wolfenstein 3D, Doom und Quake. Das in NAMM annähernd ausschließlich geforderte Handel besteht aus exzessiven fortgesetzten Tötungen von Menschen oder menschenähnlichen Wesen. Vom Spieler begangene Tötungen werden gleichzeitig mit einer Detailfreude inszeniert, die bei einer Befürwortung der Gewaltanwendung gleichkommt, die einer Befürwortung gleichkommt und damit auf Kinder und Jugendliche im hohen Maßen verrohend wirkt. Kann man auch nicht gegensprechen. Man hat natürlich gesehen, sowas, die nehmen den Vietnamkrieg als Vorlage für das Spiel und dementsprechend werden die Spiele auch entsprechend heftig. Da gab es ja häufiger dann so Spiele mit Vietnam als Basis, gerade Ende der 90er, Anfang 2000er. Battlefield müsste auch mal eine Vietnam-Ausgabe gehabt haben. Da das aber auch noch mit drin im ganzen Duke Nukem, Quake und so weiter, Wolfenstein, ja, im Umfeld gewesen ist, gerade kann ich es auch durchaus verstehen, dass NAMM damals mit indiziert wurde. Und das war damals 1998 so. Für das nächste Game, glaube ich, war leider kein Indizierungsbescheid dafür markiert. Aber es ist ein berühmt-berüchtigtes Spiel, was endlich vom Index runter ist. Wir gehen aufs Ingame drauf. Und zwar handelt es sich um Kingpin. Ja, Life of Crime auf dem PC, Spiel, über das ich immer gehört habe, vor allem, weil es indiziert gewesen ist und ich es nicht dann spielen konnte. Und jetzt habe ich es mal gezockt. Ich habe hier mich ein bisschen reingearbeitet, das Spiel. Moment, ich werde einmal laden. Da sind wir nämlich schon mal ein bisschen weiter. Es scheint nicht, ich hätte gedacht, das wäre so ein Gangster-Drama in den 30er Jahren, aber nein, es ist eine Art dystopische Zukunft, die von Crime Lords regiert wird. Mein Charakter ist hier gerade schon in dieser dystopischen Zukunft aufgewacht. Das ist schon zwei, drei Level hier weiter. Ich werde mir es einmal leicht machen und ich gebe mir alle Waffen mit der Konsole hier. Dementsprechend vorher hätte ich nämlich nur so einen einfachen Prügel hier gehabt, mit dem ich draufhauen kann. Ja, glaubt das sogar vor?
Half-Life mit der Brechstange. Wobei, vielleicht war es auch relativ zeitnah, war ungefähr der Zeitraum. Aber ich habe noch ein paar andere Waffen hier, die erstmal durchgeladen werden müssen. Es ist fast schon ein bisschen Action-Adventure-mäßig aufgebaut. Also ich bin extra ein paar Level hier schon mal weitergegangen. Der Anfang ist sehr, du wachst in so einer kleinen, fast schon ja, postapokalyptischen Gesellschaft auf, die von Crime Lords regiert wird, und musst dich dann erstmal durcharbeiten und Items finden, damit du Waffen ausgehändigt bekommst. Du musst so Quests lösen, Schlüssel finden, und viel davon ist eben dann auch ja, unterbrochen von dem, was du hier machst, dass du eben diese ganzen Story-Dinger machst. Aber jetzt haben wir hier mal einen Abschnitt, wo mal auch ein bisschen hier geballert wird. Und ich versuche das, mache das auch gerade auch hier wieder mit dem Touchpad, also entschuldigt, falls das nicht so gut läuft. Zum Glück habe ich hier auch den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, sodass meine Energie noch nicht dann zurückgeht. Hier sehen wir schon mal, ihr seht direkt die Einschusslöcher. Das war eines dieser Spiele, das auch einen extrem hohen Splattergrad dann hatte. Da gab es ja auch ein paar vergleichbare Spiele, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die heutzutage schon nennen kann. Aber wenn die vom Index runter sind, werden wir sie auch behandeln. Zum Beispiel hier einzelne Körperteile können auch selbst nach dem Ableben hier weggeballert werden, wenn ich den treffen würde. Zum Beispiel hier ein Fleischklumpen. Also ihr könnt tatsächlich alles einzeln targeten, was extra, wo man auch absolut verstehen kann, wenn da die Bundesprüfstelle gekommen ist und gesagt hat, oh, der steht wahrscheinlich in einem Haufen, wo ich nicht drauf schießen kann. Aber ich kann den quasi wirklich zu Kleinholz hier komplett machen. Wird irgendwann nur noch ein Fleischhaufen draus. Meine Tommy Gun ist gleich leer. Hier ist noch genug über. So, jetzt, die Leute, die jetzt das einschalten, da, einmal komplett zerklumpt, und ihr seht, wie detailreich das hier gemacht werden kann. Ich nehme mal eine andere Waffe jetzt. Soll ich die Shotty mal nehmen? Wobei, die hier ist auch nicht so schlecht. Nehmen wir die mal und gehen mal weiter. Aber schon sehr detailliert eingestellt, immer diese Hip-Hop-Musik im Hintergrund, so diese Hip-Hop-Beats, die natürlich dann auch passend zur Atmosphäre sind. Wir müssen mal gucken, ob wir auf eine Cutscene stolpern. Oder vielleicht starte ich gleich das Spiel auch noch einmal neu. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt. Ich spiele die Good Old Games Version hier auf meinem aktuellen PC. Deshalb können wir wenigstens die Auflösung auch ein bisschen hochdrehen. Die Charaktere wabern sehr komisch. Ich weiß nicht, ob das was ist, was jetzt hier durch, dass ich es auf einem modernen PC laufen lasse, dadurch zustande kommt, oder ob das war, was schon vorher gewesen ist. Vielleicht war das Spiel ja auch eher weniger geeignet, das mit so richtig hohen Auflösungen wie jetzt hier zu spielen. Aber es sieht so ein bisschen komisch aus. Es hat echt seinen ganz eigenen visuellen Style, und da muss man so erstmal ein bisschen mit zurechtkommen. Weil man kann nicht hier die Kisten zerstören für Items. Aber mit der Waffe klappt es nicht ganz so gut. Nehme ich mal die Shotty. Oh, Türen sollte man nicht mit der Shotgun aufmachen, weil immer Shotgun war. Drei. Okay, lad noch mal einen nach. So, sind wir von hier gekommen oder von der anderen Seite? Ich glaube, wir sind von. Sieht das neu aus? Ne, wir sind von hier, sind noch Leichen, da sind wir von hier gekommen. Immer schon ein bisschen verwirrend, wo man hier hinkommt. Und ja, wie gesagt, ich hatte über Kingpin, ich hatte das Spiel immer so im Hinterkopf, ey, das ist dieses harte, brutale Game. Und ich habe es erstmal nach der Deindizierung dann spielen können. Ist jetzt nichts von dem hier, wo ich sage, dass man heutzutage unbedingt noch zocken muss. Also klar, ne, es hat einen gewissen geschichtlichen Kontext, aber das ist jetzt nicht so ein revolutionärer Shooter, wo man sagt, oh, guck mal, der hat in Sachen Gameplay wirklich was Neues gemacht. Also, ja klar, der Adventure-Aspekt, den hatte ich erwähnt, aber das ist ja auch etwas, was man auch viel bei so mal anderen Shootern gesehen hat. Ich glaube, wenn der Gewaltgrad nicht so exzessiv gewesen wäre für die damalige Zeit, hätten sich auch eher weniger Leute dran erinnert. Na, ich will dem Spiel aber dann nicht zu wenig zugestehen, weil das ist nur mein Eindruck, den ich jetzt aktuell hier habe. Also hier kann ich hier, wo ging es? Irgendwo ging es nochmal hoch, weiß ich. Also man gibt es bestimmt hier nochmal eine Tür. Das ist auch alles sehr verbaut aufgebaut. Also, ah, warte mal, hier bin ich reingekommen. Das waren die beiden Türen. Hier bin ich gerade raus. Da ging die Treppe hoch. Und ach, warte mal, wir können bestimmt durch eine der Türen nochmal weiter. Durch der zum Beispiel nicht. Und hier, da. Nehmen wir mal den Part hier. Ah, hier waren wir vorhin. Oh, ey, das sieht doch auch alles gleich aus. Wenn ihr Kingpin damals erlebt habt und dann so ein bisschen anderen Kontext dazu habt und sagt, hey, Kingpin hat nicht nur ausgemacht, dass er die Gewalt gewesen ist, sondern da war noch mal viel mehr dran am Spiel, da kann man umso viel mehr anstellen. Die Tür hatten wir noch nicht, ne? Ah ja, stimmt, hier können wir rausspringen, das war's. So, vorsichtig. Könnt ihr es auch gerne in die Comments reinschreiben. Aber natürlich auch jetzt hier nur so ein kleiner Break. Vielleicht wäre es doch mal interessant,
dem Spiel mal ein bisschen länger Zeit zu widmen, einfach um mal zu schauen, wo das alles hingeht. Vielleicht, wenn der Adventure-Aspekt noch ein bisschen weiter ausgearbeitet ist, dass man so... Ah, jetzt haben wir die... Warte mal, da liegt schon einer. War ich das? Wahrscheinlich. Das war die Tür, die vorhin zugewiesen ist. Ich habe Metroidvania-mäßig die Abkürzung freigeschaltet. So, bin ich von da runtergekommen? Ich glaube, hier geht's weiter hoch. Wo kommen wir da hin? Also könnte das dann nochmal spannend sein, aber ich habe nicht... Oh Gott, ein Hund. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier die Perle vor dem Herrn entdeckt habe. So, jetzt bin ich, glaube ich, endgültig in der Sackgasse. Da bin ich hochgegangen, da bin ich entlang gekommen. Und da ging es hier runter. Ich würde sagen aber auch, wir haben genug von Kingpin gesehen, weil das wäre ein Spiel, entweder man widmet dem mal wirklich lange, lange Zeit oder man guckt da rein. Leider kein Indexbescheid hier gewesen, von dem ich euch ein bisschen was erzählen kann. Aber von dem nächsten Spiel gibt es einen. Und das ist interessant, ja, bevor wir auf die nächste Mats gehen. Aber kurz sagen, dieses Spiel haben wir schon häufiger im Retro-Club und anderswo behandelt. Vor ein paar Jährchen, ein, zwei Jährchen, ist eine Remaster-Ausgabe namens Power Slave Exhumed rausgekommen. Ein alter Ego-Shooter, den es auf Saturn, PlayStation und PC gegeben hat. Die Neuauflage hat Elemente gemischt aus allen Versionen, die gewisse Unterschiede haben. Quasi ein primär, ich kann das als Konsolen-Ego-Shooter, habe ich auf dem Saturn gespielt, aber so, dass das antike Ägypten, Aliens kommen dahin und dann hält sich das bis in die Moderne und man muss hingehen und mutierte Aliens und wieder aufgestandene Mumien und alles Mögliche dann weghauen. Mit quasi Metroidvania-Aspekten hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Merkwürdigerweise, das Remaster, was rausgekommen ist, ab 16 freigegeben, aber das Original war noch auf dem Index drauf und wir lassen die Mats laufen. Jetzt gerade vor kurzem erst offiziell runtergekommen, die PlayStation-Fassung von Exhumed, was eben weird ist, dadurch, dass wir einen Release des neuen Spiels hatten, es aber nicht eben die offizielle Seite aus. Ich selbst habe es auf dem Saturn gespielt und ich lese ein bisschen aus dem Indizierungsbescheid vor der PlayStation-Fassung. Die Rahmenhandlung des Spieles Exhumed wird folgendermaßen beschrieben. Gerüchte zufolge haben sich in Karnak Aliens angesiedelt, die die ganze Region mit Terror und Vernichtung beglücken. Laut Augenzeugenberichten wurden Frauen und Kinder kurzerhand verspeist, während die Männer kurzerhand versklavt, gefoltert und in abscheuliche Monstrositäten verwandelt sein sollen. Deutsch kommt das nicht ganz zusammen, glaube ich. Alle großen Nationen schickten ihre besten Truppen in das Gebiet, um der Lage Herr zu werden, aber die Eliteeinheiten verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Und so werdet ihr nach Karnak geschickt, um die Alienbrut auszurotten. In altbewährter First-Person-Perspektive ballert sich der Spieler durch Tempel und Pyramiden, stets auf der Suche nach neuen Waffen und Ammo. Das war die Beschreibung, die wir hier hatten. Ich guck mal kurz, was hier bei den Gründen nochmal steht. Das werde ich aber auch nicht hier komplett dann vorlesen, weil hier wieder Kinder und Jugendliche werden sozial-ethisch desorientiert. Bei dem Spiel handelt es sich um ein 3D-Spiel im Sinne der bekannten 3D-Engine-Shooter. Charakteristisch für derartige Spiele ist die Darstellung der eigenen Spielfigur durch eine Hand im Bildschirmvordergrund. Der Spieler schreibt so durch die Level des Programms auf der Suche nach einem Ausgang und Einstieg in die nächste Spielebene. Aufgabe des Spielers ist hierbei, alle sich ihm in den Weg stellenden Gegner auszulöschen, wobei das Ableben der getroffenen Gegner teilweise effektvoll in Szene gesetzt ist. Wir haben häufiger mal dann natürlich innerhalb solcher Anträge, die sind teilweise sehr unterschiedlich groß. Du hast natürlich die Begründung des Antragstellers, du hast eine Zusammenfassung, was häufig über den Publisher gegeben wird. Auch der Publisher darf zum Wort kommen und dann auch sagen, hey, ich widerspreche einer möglichen Indizierung aus dem oder dem Grund. Und dann muss natürlich das Gremium, das sich zusammensetzt, dann entscheiden und sagen, nee, wir indizieren das trotzdem, weil aus dem und dem Grund. Häufig werden dann nochmal Zitate, bei manchen Spielen so ellenlange Auszüge von Spieletests. So, hier auf krawall.de wurde das geschrieben und übrigens, wir haben nochmal diesen Psychologen rangeholt, der das nochmal sagt. Also, wer im Detail das nachlesen will, schaut gerne bei Schnittberichte dann mit rein. Puh, das nächste Game, was wir spielen werden, ein persönlicher Favorit von mir, von vor langer Zeit. Und da bin ich ganz froh, dass es jetzt vom Index runter ist, muss ich sagen. Wobei, jetzt, wo ich es wieder gespielt habe, habe ich gemerkt, mit der Steuerung komme ich nicht ganz so gut zurecht. Deshalb bitte ich zu entschuldigen, wenn das alles nicht mehr so geil ausschaut. Aber das war ein spezieller Fall. Wir starten das Spiel kurz einmal. Und ich lese auch gleich etwas aus dem Indexbescheid vor. Es handelt sich um Tenchu Stealth Assassins auf der PlayStation 1. Ein Ninja-Versteckspiel. Da haben wir auch schon häufiger andere Vertreter der Serie hier gehabt und gezeigt zu
letzt vor etlichen Monaten mal, wo es so um nie in Europa erschienene Xbox 360-Spiele ging oder zumindest welche, die wir uns hier nochmal angeschaut haben. Und ja, Tenchu hat was Spezielles als Eigenschaft, denn Tenchu hatte damals tatsächlich eine Freigabe von der, müsste schon die USK gewesen sein, das Gremium oder die Einrichtung heißt ja auch immer wieder mal anders über die Jahre, aber wurde als für 16 Jahre eingestuft, ab 16 freigegeben und dann dennoch indiziert, was auf den ersten Blick so ein bisschen komisch klingt, wo du sagst, da, aber sowas müsste ja allgemein schon ab 18 schon sichtbar sein, dass es ab 18 ist. Warum hat es denn etwas ab 16 bekommen? Und das Interessante ist, dass hier die Meinungen teilweise echt kreuz und quer gegangen sind. Gleich geht die selbst ablaufende Demo oder das Intro los. Ich gucke jetzt kurz, wo der Indexbescheid ist, damit ich den richtigen hier sehe. Nee, das ist einer zu weit. So viele Indexbescheide hier. Noch einer zu weit. Aber das sieht mich hier nach Tenchu aus. Wir gehen schon mal aufs Ingame und lassen das Intro laufen. Geile Musik übrigens bei Tenchu. Wirklich. So. Ah, und ich habe mir das in eine Textdatei mal reinkopiert. Das war klug. Also, was die BBJS damals gemacht hat. Sie hat häufig Professoren herangeholt, zum Beispiel einen Professor Fritz, der das einordnen konnte. Und ich habe hier auszugsweise aus dem Indexbescheid ein paar der Sätze gegeben, was Professor Fritz dachte, wie das eingeschätzt ist und wie aber dann entschieden wurde. Professor Fritz kommt zu dem Ergebnis, dass bei Tenchu die gezeigte Gewalt und ihre teilweise drastische Wirkung nicht Selbstzweck sei, sondern genau bestimmbare Funktionen im Regelsystem des Spieles habe. Es seien primär Feedback-Elemente, die Erfolge und Misserfolge des Spielers beim Auslösen seiner spielerischen Handlungsschemata zeigen. Sie seien Orientierungshilfen, die das spielerische Handeln zu optimieren. In Strömen fließendes Blut und abgetrennte Gliedmaßen seien zunächst drastische Rückmeldungen des Spielsystems, um Erfolg oder Misserfolg in unmittelbarer Weise sehr deutlich werden zu lassen und die Aufmerksamkeit des Spielers zu fesseln. Professor Fritz hält das Spiel für Kinder unter 12 Jahren für unzumutbar, empfiehlt ansonsten jedoch, von einer Indizierung des Spieles Abstand zu nehmen. Es sei nicht sozial-ethisch desorientierend, noch verharmlose oder verherrliche es die Gewalt. Also der Gedanke von Professor Fritz, ich lese gleich nochmal die Begründung, weswegen es dann doch indiziert wurde vom Gremium. Professor Fritz hat das eingeordnet und hier, du siehst teilweise starke Gewaltdarstellungen hier. Wir werden sehen, du kannst tatsächlich Gliedmaßen abtrennen. Aber das ist wohl hier dann so in den Kontext gesetzt, dass es das Feedback-System ist. Ja, es zeigt dir natürlich, dass es die Reaktion, es ist innerhalb des Universums schlüssig dann drin erklärt. Ich fand es auch schon heftig zu der damaligen Zeit. Aber bei so einem Ninja-Stealth-Spiel, wo du Gegner von hinterrücks angreifst, ist natürlich gang und gäbe, dass so ein höherer Gewaltgrad ist. Hier wird es natürlich nochmal mit so sehr spektakulären Blutfontänen dargestellt. Und da kann ich also die Einschätzung vom Professor hier verstehen. Was dann das Gremium gesagt hat. Das Videospiel Tenchu Stealth Assassins ist antragsmäßig zu indizieren. Gleich gibt es auch noch eine selbstablaufende Demo. Sein Inhalt ist geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal sittlich zu gefährden. Strafgesetzbuch nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. Das 12er Gremium der Bundesprüfstelle ist nach Sichtung und Erörterung des Spiels zu dem Ergebnis gelangt, dass von Tenchu Stealth Assassins eine verrohende Wirkung ausgeht. Den Ausführungen des Gutachters Professor Fritz konnte sich das Gremium nicht anschließen. Die allgemeinen Ausführungen von Professor Fritz zu Gewalterstellungen in Computerspielen stehen konträr zu seinen früheren Ansichten. Der Befund, dass eine Jugendgefährdung zu verneinen ist, wenn der jugendgefährdende Aspekt einen Bezug zum Regelsystem des Spieles aufweist, ist neu. In seinen früheren Ausführungen, unter anderem auch auf der Jahrestagung der Bundesprüfstelle vom 27. November 1996, hat Professor Fritz die jugendgefährdende Wirkung und die damit einhergehende Indizierungsnotwendigkeit nicht von diesem Befund abhängig gemacht. Eine Erklärung für den Wandel in der Anschauung hat das 12er Gremium nicht finden können. Letztendlich würde eine solche veränderte Einstellung bewirken, dass ausnahmslos alle Spiele, die vom Spieler Gewaltanwendung fordern, nicht mehr indizierungsfähig sind, da die Gewalt immer in Bezug zum Regelsystem des Spieles steht. Denn nur durch sie vermag der Spieler, die Spielstufen zu durchqueren und das Spielziel zu erreichen. Also viel Text, um dann auszusagen, dass das 12er Gremium schockiert gefühlt gewesen ist, dass Professor Fritz eine etwas andere Ansicht als sonst dann vertreten hat. Sie haben es auch sehr ausführlich hier erklärt. Sollte ich Training machen? Oder? Ach, ich starte einfach mal hier konkret, weil viel besser werden wir uns gleich auch nicht schlagen im richtigen Spiel. Professor Fritz hat gesagt, hey, das ist nicht jugendverrohend oder so in dem Kontext, weil es ist ja Sinn des Spieles, diese Gewalt auszuüben.
Und das 12er Gremium hat natürlich recht, wenn sie sagen, wenn die Ansicht vorher anders gewesen ist, das kannst du wirklich über jedes Spiel sagen, weil, oh, wenn ich bei einem Ego-Shooter unterwegs bin, die anderen Gegner wollen mich töten, natürlich muss ich das innerhalb des Regelsystems des Spieles so machen. Warum das jetzt hier so differenziert wurde gegenüber Ego-Shootern oder ob es einen Sinneswandel von Professor Fritz gegeben hat, das kann ich jetzt nicht direkt sagen, vielleicht ist das noch weiter tiefer im Indexbescheid versteckt, aber es zeigt, dass da doch ganz andere Gedankengänge reingegangen sind, wie sowas funktioniert. Ich finde das gerade spannend, also vielleicht erklärt das auch, warum wir zuerst eine Einschätzung mit einer 16er Freigabe bekommen haben, aber später auf Antrag, wie das 12er Gremium entschieden hat, wir trotzdem das Spiel auf dem Index gehabt haben für die letzten 25 Jahre. Dann der zweite Teil wurde nicht mehr indiziert, wobei ich da nicht genau sagen kann, ob wir gegebenenfalls vielleicht geringeren Gewaltgrad gehabt haben, weil ich habe den ersten Teil, kannte ich damals eher, absolut brillanter Soundtrack und ich fand für die damalige Zeit, so als Stealth-Action-Fan, du hast, ihr habt gesehen, wir konnten zwei verschiedene Charaktere auswählen, Rikimaru, den Ninja, und Ayame, glaube ich, war die Kunoichi, die wir sonst, mit der wir unterwegs sein können. Es gibt nicht so ultra viele Steuerungsmöglichkeiten. Eines meiner wichtigsten Items ist, wollte ich sagen, gerade Enterhaken, wo ich gerade von einem Gegner angehauen wurde. Wer hat mich? Ach, es war der Hund. Okay. Also, mit Stealth war erstmal nichts. Deshalb versuche ich mich hier erstmal weiter zu bewegen. Und ich gucke mal, ob ich fliegen kann. Konnte ich nicht. Okay. Komm her, Doggo. Das tut mir leid für dich. Leider ist die Steuerung sehr, sehr simpel. Es gibt hier nicht so Lockern oder Ausweichen oder Blocken oder andere Sachen standardmäßig, sondern du bist darauf angewiesen, du hast eine Schleichtaste, die ultra langsam ist. Und hier haben mich die Gegner eh schon gesehen. Ich kann den Enterhaken hier verwenden, der ganz gut ist, wenn man sich von oben mal entlang schleichen möchte. Und ich glaube, was war das? Das ist die Schleichtaste aus. Genau, wenn ich auf L1 drücke, kann ich mich so ein bisschen umschauen. Der Gegner hat mich schon bemerkt, wobei er sucht mich gerade. Ihr seht das unten links mit dem Icon. Er ist gerade im Suchmodus. Ich könnte auf Shuriken rübergehen. Ich habe mir ein paar mitgenommen jetzt hier. Ich probiere mal rüber zu springen. Genau, zum Glück kann er sich auch so ein bisschen entlanghaken. Dann können wir schauen, ob wir den hier so ausmachen. Und, okay, der steht da unten. Jetzt machen wir mal dem Shuriken ins Gesicht. Ja, mein Freund. What? Also 15% Energie oder 15 Energie hat er. Und den haben wir komplett weggehauen, weil der war auch schon alerted. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ich hätte mich hinter ihnen runterfallen lassen können und von hinten erledigen können. Bei den Gegnern, hier sehe ich tatsächlich jetzt auch schon ordentlich Blut, was hier rauskommt. Wenn ich einen so erwische, kann ich ihm tatsächlich auch Gliedmaßen abtrennen und die... Warte mal, den Enterhaken wieder aussuchen. Gliedmaßen abtrennen und die anderen Geschichten machen. Es zeigt die Unerbittlichkeit des Ninja-Berufes, kann man vielleicht so nennen. Und je nach Level gibt es dann natürlich unterschiedliche Spielziele. Zum Beispiel, glaube ich, war gerade eine Infiltration angesagt. Da drüben sehen wir einen. Ich werde mich mal versuchen, von hinten fallen lassen zu können und gucken, ob ich den dann stealth killen kann. So, ich drehe mich mal wieder um. Der hat mich noch nicht bemerkt. Ich werde also vorsichtig runter... Ah, er dreht sich ein bisschen um. So. Moment, drehe ich erstmal Kamera drehen. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir rüber können zu dir. Von da oben. Klappt das? Er ist ein bisschen alerted. Okay, dadurch, dass ich ihn von hinten erwischt habe, habe ich ihn quasi geinstakillt. Aber jetzt nicht Körper oder Körperteile und Gliedmaßen abgetrennt. Bei dem können wir es einmal so versuchen. Der blockt natürlich dabei auch. Oh, zwei Energie hat er noch. Ich hatte auch erwischt. Moment. Du musst natürlich... Oh, der ist ausgeblutet. Das ist auch... Ah! Das machen wir einmal fallen. Moment. Mich erwischt er nicht. Oh, und ich glaube, da ist ein Arm abgefallen, oder? Gucken wir mal. Da hängt noch der Stock am Arm. Dieser Pixelbrei, also kann man es nicht so direkt sehen. Das Ding ist, also ich habe das damals echt gern gespielt, ebenso als Stealth-Action-Fan, ja, wenn du Metal Gear oder andere Sachen gezockt hast. Die Sache ist, durch die Steuerung extrem schlecht gealtert. Wenn man wieder reinkommt, geht es wahrscheinlich einigermaßen, aber ich habe das Gefühl, mir fehlen so viele Optionen, die ich in anderen Spielen habe, mit dem Anschleichen und Stealth-Kills und anderem drum und dran. Gibt viele neuere Ableger von der Serie, leider nicht ganz, ganz moderne, aber Tenchu gilt ja auch ein bisschen als so eine dezente Inspiration für Sekiro. Zum Beispiel, weil wir haben genug dann auch gesehen.
davon. Und eventuell, wenn ich hier mal jetzt wieder durch die Deindizierung länger reinspielen kann, dann werde ich mich noch mal ein bisschen mehr da widmen. Aber im Kontext dieser Sendung hat es eigentlich ganz interessant gepasst, dass wir mal diese Kontraste gesehen haben und diesen Streit, den es dann quasi schon gegeben hat, über die Indizierung von Tenchu. Lass uns an dieser Stelle kurz mal Pause machen und wenn wir zurück sind, geht's weiter mit noch mehr deindizierten Games. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder. Die Pause ist vorbei. Es geht weiter mit dem Retro-Club zum Thema deindizierte Spiele. Eine große bunte Mischung bisher an Games, Shooter. Wir hatten sowas wie Tenchu mit Stealth-Action. Wir werden gleich in die Lightgun-Ecke rübergehen. Und ich würde sagen, wir lassen mal die nächste Matz laufen. Für die habe ich keinen Indizierungsbescheid, aber das Spiel ist so dünn an Inhalt, dass man da auch nicht wirklich groß was machen könnte. Bloodbath at Red Falls, ein PC-Spiel aus Mitte der 90er. Und PC-Spiel, naja gut, wenn man das als Spiel nennen möchte, ist quasi Moorhuhn, aber ein bisschen brutaler. Ihr habt eine Knarre in der Mitte des Bildes, bewegt eigentlich nur das Steuerkreuz mit der Maus und überall laufen digitalisierte Leute rein. Kollegen und Verwandten des Produzenten aller Wahrscheinlichkeit nach, die dann kurz mal sich ein paar Dollar verdienen wollten. Und ja, bei solchen Games natürlich, gerade mit reellen Menschen, die abgescannt wurden, fotografiert wurden, reingepackt wurden, gerade auch im Kontext mit Ego-Shootern und Lightgun-Shootern, das war natürlich sofort ein rotes Tuch, was dann die Bundesprüfstelle angeht. Und eines, was auch dazu gehört, und wir gehen aufs Ingame einmal rauf, da wird gleich die selbst ablaufende Demo gleich noch weiterlaufen hier. Wir reden über Maximum Force, ein Arcade-Game, ein Arcade-Lightgun-Shooter, von dem es auch eine PlayStation 1-Fassung gegeben hat, und das ist die, die vom Index runtergekommen ist. Während das läuft, lese ich euch mal aus der Begründung der Indizierung aus dem Bescheid hier vor. Computerspiele, die den Spieler zur Vernichtung menschlichen Lebens auffordern und die Schrecken dieser Vernichtung und deren schmerzhaften Ausführungen für die Betroffenen zugleich ins Lächerliche ziehen, sind in der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ungeachtet des Abstraktionsgrades und der grafischen Darstellung von jeher als verrohend und damit sozialethisch desorientierend eingestuft werden. Sinn und Handlungsauftrag des Computerspiels Maximum Force erschöpfen sich im Wesentlichen in der Vernichtung menschlicher Gegner. Ein Minimum an Spielhandlung vor wechselnden Kulissen fordert den Spieler auf, ununterbrochen gegen gegnerische Spielfiguren Gewalt anzuwenden. Der Spieler wird in die Rolle des Tötenden versetzt. Der Tod des Gegners wird qualifiziert positiv belohnt, indem nur das erfolgreiche Durchspielen der Level 1 und 2 dazu führt, dass dem Spieler auch die Möglichkeit gewährt wird, Level 3 zu erreichen. Wer hätte das gedacht? Man muss zwei Level durchspielen, um den dritten zu erreichen. Der Spieler schießt pausenlos auf den Bildschirm. Sobald er einen menschlichen Gegner getroffen hat, löst sich dieser in Blutwolken stöhnend auf. Sinn und Handlungsauftrag des Computerspiels Maximum Force erschöpft sich ausschließlich in der Vernichtung menschlicher Gegner. Der Kick, den Maximum Force vermittelt, besteht in der Möglichkeit, gegen einen ethischen Minimalkonsens, nämlich die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, zu verstoßen und daraus statt moralischer Ressentiments, zu denen die Gesellschaft verpflichtet, Vergnügen und Spaß zu beziehen. Die vorgegebene Perspektive, die einzig eine Identifikation mit dem Aggressor und eine bejahende Anteilnahme am Gewaltgeschehen zulässt, versetzt den Spieler in die Lage, die eigenen Initiativ herbeigeführten, extrem blutig und realistisch inszenierten Vernichtung menschlicher gegenüber lustvolle Aspekte abzugewinnen, die durch die vorgegebene Spielerhandlung positiv bewertet wird. Puh, lustvoll. Lustvoll ist es. Wir starten einmal. Die PlayStation-Version sieht aus wie schlechter Käse, sagen wir es mal so. Wir starten einmal und ich werde easy machen, wenn es geht. Ich hoffe, ich habe auf easy gemacht, ich weiß es jetzt nicht. Weil es bei einem Lightgun-Shooter, wenn du ihn nicht mit einem Lightgun spielst, durchaus auch mal ein bisschen schwieriger sein kann, das mit dem Steuerkreuz hier zu machen. Ich habe eine Taste zum Nachladen, um zu schießen. Da seht ihr die FMV-Figuren, die aufgenommen wurden. Der Hintergrund dann gerendert, sodass man hier quasi durchgehen kann. Und klar, du kannst nicht so viel bei FMV anstellen. Aber diese Blutlache, die da immer wieder auftaucht, ist auch schon ein bisschen Comedy.
Nichtsdestotrotz, am Automaten selber sah das natürlich alles nochmal um einiges höher aufgelöst aus als hier auf der PlayStation. Und oh, jetzt kommt die Pass, kann ich überhaupt nicht ausstehen, wo wir dann Schüsse abballern müssen. Wir haben schon ein Power-Up bekommen, sodass wir quasi eine Shotgun hier benutzen können. Lightgun-Shooter habe ich schon mal anderswo erwähnt. Das ist ein Thema, dem ich mich mal jetzt widmen möchte, jetzt wo wesentlich mehr immer wieder runterkommen vom Index. Wir werden natürlich auch hier... Oh, ja, und der Kapitän läuft da herum, den wollen wir auch nicht abballern. Lightgun-Shooter widmen nochmal im größeren Maße, weil ich habe viele verschiedene Möglichkeiten, Lightgun-Shooter aktuell zu spielen. Ihr wisst ja, die Eltern... Oh, jetzt habe ich nicht... Terroristen hier erwischt. Das gibt natürlich Lebensabzug. Ich habe viele verschiedene Möglichkeiten, mit richtigen Lightguns zu spielen. Das Problem ist ja, dass gerade die vielen frühen Modelle für solche Spiele, das auf Röhrenfernseher ausgerichtet ist, also die Bildwiederholung, wie der Bildaufbau ist, und dementsprechend du die alten Knarren einfach nicht mit einem Adapter so anschließen kannst und spielen kannst. Es gibt verschiedene Lösungen, zum Beispiel Spiele auf einer Wii, durch die Wii-Fernbedienung, PlayStation Move hatten wir hier schon mal mit Dead Storm Pirates, wenn ihr euch an PlayStation Home erinnern könnt. Warum versteckst du dich denn da unten? Das ist nicht nice. Krieg ich das Schiff hier weg. Mal gucken, ob wir das... Ja, jetzt baller ich mal auf... Ich drück mal auf beide Knöpfe jetzt hier drauf zum Nachladen und schießen. Aber ich krieg den nicht weg. Da oben. Komm, noch ein Power-Up. Den ersten Level wollen wir zumindest fertig machen. Da kommen die Boote. Ich hatte mir vor einiger Zeit auch die sogenannte Sinton Lightgun geholt. Eine Lightgun, die speziell für moderne Flatscreen-Fernseher gedacht ist, die quasi wie ein Mauszeiger funktioniert, aber die du tatsächlich auf dem Fernseher halten kannst. Die muss aber unter speziellen Voraussetzungen, Abstand, Lichtverhältnisse eingerichtet sein, damit es vernünftig läuft. Plus, du musst das da auch entsprechend einstellen bei den älteren Spielen, wenn du auf ein Saturn-Game oder Playstation-Game spielen willst, dass da entsprechend auch die Gun erkannt werden kann. Also wenn ich mich damit mal vernünftig so auseinandergesetzt habe, euch ein allumfassendes Lightgun-Special zu bieten, dann könnte das durchaus fun sein. Und, hier in so ein Boot rein, noch ein bisschen fahren. Ich glaube, fahren wir noch ein bisschen und schießen gleich nochmal, weil wir nochmal unter Wasser gehen. Ihr seht also, was für tolle Locations sind. Wie erwähnt, ich werde viel, was Lightgun-Shooter angeht, dann nochmal demnächst machen. Auch die Wii hatte sehr, sehr viel. Durch die Wii-Fernbedienung wurden viele Lightgun-Shooter umgesetzt, von denen wir kaum was in Deutschland gesehen haben, weil die Originalvorbilder, wenn es Arcade-Ports gewesen sind, sowieso schon indiziert waren. Oder neuere Spiele in weiser Voraussicht gar nicht erst groß irgendwie in Deutschland rausgebracht oder beworben wurden. Aber es ist natürlich etwas, was heutzutage auch mit einem anderen Kontext gesehen werden kann. Und ich glaube jetzt nicht, dass ihr bei den Blutlachen, die wir da gesehen haben, großen Terror bekommen habt oder so gewaltfreudig geworden seid, lustvoll, das Abschießen von Pixelfiguren genommen habt. Das machen die Jahre Unterschied, ja? Wie man damit umgeht. Und Maximum Force... Kein besonders gutes Spiel, finde ich. Man kann schon einigermaßen spielen, aber ich habe es auch auf relativ easy jetzt hier gemacht. Es gibt andere Games, die wesentlich unverzeihlicher sind, was das alles angeht. Lass uns mal rausgehen, weil ich glaube, ich habe mehr als genug Maximum Force in meinem Leben jetzt gespielt. Das reicht erstmal. Irgendwann ist auch mal ganz gut. Wir bleiben weiterhin bei den Lightgun-Shootern und endlich ist es runter, endlich sind auch teilweise Sequels davon runtergekommen. Lange, lange Zeit drauf gewartet. Auch hier ein bisschen ähnlicher Fall wie bei Power Slave Exhumed, also beim Ego-Shooter vorhin. Wir haben ein Remake des Titels bekommen, das so rausgekommen ist vor einiger Zeit. Aber das Original ist jetzt erst runter. Wir lassen die nächste Mats laufen und sind bei House of the Dead angekommen. Hier in der Sega Saturn-Version natürlich der Urklassik-Lightgun-Shooter von Sega. Ich habe mit dem Sequel mehr Erfahrung als mit dem ersten damals. Das Sequel werden wir uns auch gleich angucken, weil es vom Index runter ist. Und ja, das war eine der berühmten Fälle hier, wo das Spiel dann so indiziert wurde, dass man, oder quasi immer so als eines der berüchtigten Spiele gegolten hat, die indiziert wurden, dass man kaum davon wusste, es sei denn, man hat sich mit Importen dann auseinandergesetzt. Ich gucke mal in den Indexbescheid hier kurz rein, während ihr hier die Euro-Version seht mit dem grünen Blut. Hier, da ist der Kollege Fritz hier wieder dabei. Das reflexartige Auslösen finaler Todesschüsse als wesentliche Spielanforderung und in Tateinheit mit einer blutigen und detailintensiven Aufbereitung der Folgen hat in der Vergangenheit in jedem Falle zur Indizierung durch das 12er-Gremium der BPJS geführt. Entscheidungshilfen dabei waren unter anderem die Ausführungen des Computerwirkungsforschers Jürgen Fritz.
ob das Training von Verhalten in der virtuellen Welt der Computer- und Videospiele eine Transferleistung für das Verhalten in der realen Welt hat, ist eine offene Forschungsfrage, auf die es eine pauschale und generalisierende Antwort niemals geben wird. Entschuldige, wenn ich ab und zu hier mal hake, da sind teilweise so Satzfehler drin und Plural und Singular durcheinander. Also ich weiß nicht, ob das nochmal Korrektur gelesen wurde, aber damals nicht so häufig anscheinend. Professor Dr. Jürgen Fritz beantwortet in seinem Gutachten zum Videospiel Tenchu die Frage nach Dispositionen, die durch gewaltorientierte Computerspiele in besonderer Weise verstärkt werden können, mit einem Verweis auf eine neuere Untersuchung von Rita Steckel. Steckel findet im Rahmen ihrer Studie zur Auswirkung aggressionshaltiger Videospiele auf das Verhalten von Kindern Belege dafür, dass als unmittelbare Wirkung diese Spiele eine Abschwächung emotionaler Reaktionen auf die Darbietung gefühlsgetönter Bilder eintritt. Sie formuliert im Anschluss die folgende Hypothese: Langfristig, so ließe sich vermuten, könnte diese Wirkung zu einer Herabsetzung empathischer Fähigkeiten führen? Wird die Bereitschaft zur Empathie nachdrücklich durch virtuelle Gewalt abgeschwächt? Könnte die Bereitschaft, mit Aggression zu reagieren, zunehmen? Jetzt habe ich mich mal in diesen Auszügen hier nicht speziell auf House of the Dead bezogen. Das wurde ich hier nochmal für den Kontext hier genannt, aber interessant. Die haben also die Aussagen vom Jürgen Fritz dazu geholt und hier nochmal in den Kontext mit der Rita Steckel gesetzt. Und das ist alles sehr... Könnte, wäre, sei, ne? Es könnte eine langfristige Verrohung haben, es könnte Empathie runtersetzen, es könnte abstumpfen, sind natürlich dann die Ängste, mit denen Leuten gearbeitet haben. Aber wenn so, mich würde mal interessieren zu sehen, ob da langfristig dann nochmal Studien gemacht wurden, was das im konkret bedeutet, weil so auf Nummer sicher gehen und dann sagen, es könnte und wäre und hätte, also lass es mal indizieren. Gegebenenfalls ist das ein bisschen komisches Argument, wenn das dann hier so genannt wird. Also auch mal interessant, sich weiter damit auseinanderzusetzen, weil die Begründungen sind bunt und mannigfaltig. So, wir haben von Teil 1 gesprochen und Teil 2 möchte ich euch natürlich auch echt gerne zeigen. Teil 2 damals hatte ich mir tatsächlich in der Euro-Version importiert. Besser gesagt, quer importiert, weil hier normalerweise, wenn man sagt von Import, oh, es geht um die japanische Fassung oder die US-Fassung. Ich habe mir das tatsächlich aus dem EU-Ausland hier geholt. House of the Dead 2 wurde jetzt auch mittlerweile vom Index hier runtergenommen. Und da gab es das schöne Paket mit der Dreamcast Lightgun. Nochmal, ich habe leider, nachdem ich meine Röhrenfernseher und den ganzen anderen Krams eingemottet habe, nicht mehr die Lightguns daheim, sonst hätte ich euch gerne das originale Paket hier gebracht. Wir gehen aufs Ingame einmal rauf, wir werden es mit dem Controller jetzt gleich einmal spielen. House of the Dead 2, obwohl es nur einige Jahre nach dem ersten rausgekommen ist, ihr habt die Sega Saturn-Umsetzung ja gerade in dem Clip gesehen, bei House of the 2 ein enormer grafischer Sprung. Ihr seht hier das selbstablaufende Intro, ja, und das war einfach grafisch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Lightgun hat auch gut funktioniert. Ich fand's knalleschwer, muss ich sagen. Ja, selbst wenn man das entsprechend auf leicht und andere Sachen eingestellt hat, wie die Gegner da auftauchen, in welchem präzisen Bereich du teilweise schießen musst. Also ich weiß nicht, ob ich jemals richtig bis zum Ende so gekommen bin. Wir werden jetzt gleich nochmal einen der Level anspielen. Ich hätte hier auch noch Indizierungsbescheid, aber lass uns erstmal hier ein bisschen zocken, wenn wir so viel schon gelesen haben. Wir starten einmal und gehen einmal in das Game rein. So, müssen wir mal gucken. Ja, okay. Also ich muss ja mal schauen, bei hier entsprechend, ob dann der Sound auch raus ist. Wir werden einmal den Original Mode nehmen. Der Arcade Mode ist noch ein bisschen heftiger. Beim Original Mode können wir auch noch ein bisschen Bonus Waffen aussuchen. Wobei, oh, ich glaube, die habe ich schon benutzt. Ich kann mir 2 Extra Credits geben. Machen wir das mal. Nicht, dass wir die alle benutzen werden. So, wenn ihr nicht mit der Lightgun spielt, könnt ihr den Controller benutzen, um quasi die Sachen zu simulieren, wie wir es bei Maximum Force gerade gesehen haben. Wir können ein Steuerkreuz bewegen, nachladen, ballern und so weiter. Ich habe mir das auch mal so gelegt, dass ich auf den Triggern theoretisch nachladern und ballern könnte. Ich muss schauen, was schneller funktioniert, weil du wirklich teilweise echt einen schnellen Abzugsfinger brauchst. Die House of the Dead Games, wie ihr beim ersten Teil vielleicht gesehen habt, storytechnisch, Wissenschaftler, die entsprechend Zombies züchten, wie auch immer. Auf jeden Fall muss man los und die alle wegballern. Auch hier in der Dreamcast-Fassung, interessanterweise, ihr seht grünes Blut in der Euro-Fassung. Man musste, wenn ich mich irre, das ging tatsächlich nur in der Euro-Fassung, dass man das einmal komplett durchspielt, so mit per se freigeschaltet hat. Und dann konntest du optional auf rotes Blut schalten. Gegebenenfalls spätere Versionen hatten so Blut-Toggles.
je nachdem. Andere Versionen waren aber häufiger beschnitten. Es kann sehr gut sein, dass die japanische zum Beispiel gar kein rotes Blut hatte, was man auswählt. Und die US-Fassung, wenn ich mich da nicht komplett irre, das kam auch zu einer Zeit dann heraus, wo zu den Spielen es keine offizielle Lightgun gegeben hat. Die USA waren nochmal speziell betroffen durch das Highschool-Massaker, das Columbine-Massaker gegen Ende der 90er, wo eines der oh, jetzt habe ich den leider nicht mehr hier retten können, eines der früheren School-Shootings sozusagen, die ja leider heutzutage sehr gang und gäbe in Amerika sind. Und das hat nochmal dazu geführt, dass zum Beispiel Videospielhersteller, um da nicht ins Fadenkreuz zu geraten, no pun intended, gesagt haben, hey, auch wenn wir Spiele haben, die mit Lightguns funktionieren und ausgelegt sind, die werden gar nicht mit Lightguns hier verkauft oder funktionabel gemacht. Wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hier gerade. Funktionabel gemacht. Dementsprechend müsst ihr das mit dem Controller spielen, weil zumindest ein bisschen Abstraktion noch dabei ist, dadurch, dass man den Controller bewegt, dass man keine richtige Pistole in der Hand hat. Ein Opfer dieser Entscheidung war zum Beispiel Resident Evil Survivor auf der PlayStation 1, was wir quasi die erste Ego-Shooter-artige Spin-Off, Lightgun-Ego-Shooter-artige Spin-Off gewesen ist, wo man aus der Ego-Perspektive herumgelaufen ist mit einer neuen Resident Evil-Story. Und dieses Game konnte man zum Beispiel auch mit einer Lightgun in einer Hand spielen und ballern. Dieser Support wurde in der US-Version komplett rausgenommen. Und bei House of the Dead 2 auch. Es wurde die offizielle Dreamcast-Gun gar nicht erst verkauft in den USA, sondern man musste über einen Dritthersteller sich zum Beispiel von Mad Catz oder anderswo eine Pistole holen. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann offiziell überhaupt funktionabel gewesen ist. In Europa hatte man das Komplettpaket, auch inklusive einer offiziellen Lightgun von Sega, die ich mir dementsprechend eben auch quer importiert habe hier. Allerdings anderswo, oh, schnell hier die Songs bekommen, war da meistens noch einer. Nein. Wenn man die Menschen rettet, geben sie einem übrigens Bonussachen. Ne? Das ist ja immerhin nett, wenn hier mal durchkommt. Und wir sind gleich beim ersten Boss hier. Ich muss sagen, ich bin immer noch sehr angetan davon, wie gut visuell das gealtert ist. Wir spielen das hier quasi über eine Emulatorenlösung. Da hatte ich ja schon mal gezeigt, ReDream für die Dreamcast-Sachen, und können die Auflösung höher drehen. Das ist also jetzt mit 1080p anstatt mit 640x480. Dementsprechend sieht das alles nochmal ein bisschen glatter aus von der Optik. Aber die Grundmodelle hier und alles, was man benutzen kann, ich muss diesen Johnny da hinten treffen. Boah, das wird anstrengend. Weil den kriege ich so gut wie nicht mit dem Analogstick hier dann nochmal durch. Ich bin immer noch gut erstaunt, wie visuell das gut ausgesehen hat. Das war eben damals wirklich ein Brecher. Ich hatte damals einen recht großen Röhrenfernseher. War für solche Spiele auch ganz gut, dass man dann auch viel Platz zum Zielen und alles hatte. Aber ich war echt erstaunt. Sowieso Dreamcast hat zu der damaligen Zeit eh richtig gut ausgeschaut, aber wie gut das ausschauen kann. Okay, ich erwische ihn noch rechtzeitig. Jeder Gegner, jeder Boss hat einen Weak Point. Diese große Rüstung, bei denen ist es der komische Gremlin, der da hinten herumfliegt. Wenn ich das nicht schnell genug mache, erwischt mich die Rüstung und dann ist Schicht im Schacht. Wobei, ich habe die Rüstung jetzt hier gekillt. Jetzt muss ich gucken, dass ich den hier noch erwische. Aber jetzt hat er mich einmal gekriegt. Alter. Ich erwische dich doch, oder? So, komm, ein, zwei Schuss, dann habe ich dich noch. Und da haben wir ihn erwischt und weggehauen. Viele verschiedene Level, Koop-Modus auch möglich, Story-Sequenzen dazwischen. Jetzt, wo das Ding vom Index runter ist, muss ich euch mal wirklich die krassen Story-Sequenzen hier aussuchen, die teilweise himmelschreiend schlimmes Voice-Acting haben. Und auch die Musik im Hintergrund, holy shit, so laut. No more fooling around. No more fooling around. Rescued. Ja, und guck mal, da winken alle, die ich gerettet habe. Leider nicht alle. Und ich krieg noch mal ein bisschen Bonus. Nur zwei gerettet von den Leuten. Ist auch genug. Wir können, glaube ich, von House of the Dead 2 da mal weggehen. Wenn noch ein paar Einträge sind noch von der Serie auf dem Index, wenn die mal runter sind, würde ich vielleicht auch mal ein bisschen vollumfänglicher mich damit beschäftigen wollen. Über das Remake hatten wir ja hier schon vom ersten Teil vor einiger Zeit hier in der Remake-Sendung mal gequatscht. Ich finde, die Originale haben trotzdem noch mal ein bisschen mehr Charme, gerade weil der Look mit diesen modernisierten Grafiken nicht ganz so den gleichen Touch hier hat. Nichtsdestotrotz, ihr könnt jetzt auch House of the Dead 2 ganz offiziell hier spielen und euch anschauen. Zwei Games habe ich hier noch und die gehören zu einer allumfassenden Serie, mit der wir uns natürlich immer wieder beschäftigen müssen, wenn es um
dann die indizierte Spiele geht und wir lassen den nächsten Mats mal laufen. Wir sind bei Mortal Kombat angelangt und wir erwähnen erstmal Mortal Kombat Armageddon, unter anderem auf der PlayStation 2 rausgekommen 2006. Es sind immer wieder Mortal Kombat Spiele durch gerade die Verjährungsfrist dann runtergekommen. Über das hatten wir jetzt nicht in der Vergangenheit gesprochen, das ist auch schon seit ein bisschen längeren DNDC, ich glaube gegen Mitte letzten Jahres. Hatte eine sehr komische Umsetzung der Finisher, muss man sagen, denn die waren so ein bisschen darauf ausgelegt, ihr seht es hier, nicht mehr so Einzelfinisher, die man wählen kann, sondern dass man so Combo-Finisher machen kann. War so auch so einer der Titel, wo gefühlt aus Mortal Kombat so ein bisschen die Luft raus gewesen ist. Hatten auch aus der Ära, auch nochmal irgendwo anders, wo ich hier im Retro-Club gezeigt, aber Mortal Kombat versus DC, oder war es DC versus Mortal Kombat? Versus DC Universe, also auch dieses Crossover, was nicht so ganz richtig funktioniert hat. Das wichtige Game, was aber auch jetzt kürzlich erst runtergekommen ist, und das ist nochmal interessanter, war das Spiel, was Mortal Kombat in die Moderne, sagen wir mal, gebracht hat. Das Game, was Mortal Kombat nochmal den richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat und dementsprechend Mortal Kombat 10 und 11 so zu großen Erfolgen hat werden lassen. Ein Game, das so brutal und heftig war, dass es nicht nur indiziert wurde, sondern damals in bestimmten Versionen sogar beschlagnahmt wurde. Heißt also auch, hey, das solltest du sicher nicht haben, kleiner Peter, dieses Game nicht nur das öffentlich ausstellen, sondern alleine, dass du das Spiel hast, ist nicht wirklich so besonders gut. Dieses Game wurde jetzt tatsächlich vom Index genommen. Ich muss hier einmal kurz einstellen, weil ich auf Steam spielen möchte und ganz vergessen habe, für Steam braucht man Internet, ne? Sonst gehen die Spiele nicht an. Machen wir einmal hier kurz an. So, dass wir einmal da reingehen können. Mortal Kombat 2011. Naja, das ist nicht das Spiel 2011, aber im Jahr 2011 rausgekommen. Jetzt muss ich in Steam einloggen. Das habe ich nicht besonders clever gemacht. Der Mortal Kombat Reboot, der rausgekommen war im Jahr 2011. Manche Leute haben es Mortal Kombat 9 genannt. Andere Leute sagen einfach Mortal Kombat dazu, weil das ist das, was auf der Verpackung draufsteht. Der Name hat schon davon gezeugt, dass man es eben mit einer Art Reboot zu tun hat. Die Story wurde zwar weitergeführt, aber das Visuelle, der Gewaltgrad und die ganze Action, die waren nochmal auf einem anderen Niveau. Mortal Kombat Armageddon, was wir gesehen haben, ein paar Jahre vorher rausgekommen. Jetzt waren wir in der PS3 360 PC-Ära. Und da weiß ich auch noch, dieses Spiel wurde recht schnell auf den Index gesetzt. Ich habe hier auch noch den Indexbescheid, in den wir reinschauen werden. Die Version, die ich habe, ist die PC-Version, die ich auch vor langer Zeit irgendwann mir mal geholt hatte. Ich weiß gar nicht mehr. So ist auch schon wirklich so 10 plus Jahre wahrscheinlich hier, ob die dann irgendwo mal über, wo man so einen Key davon kaufen konnte oder so weiter. Auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass die hier freigeschaltet ist, sodass ich sie jetzt spielen kann. Öffentlich erhältlich in Deutschland natürlich immer noch nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, hier durch die entsprechenden Anträge, ist tatsächlich keine Verjährungsfrist gewesen, weil kann doch noch gar nicht sein, ne, wenn das Spiel 2011 rausgekommen ist und die Verjährungsfrist bei 25 Jahren meistens dann liegt, sondern tatsächlich auf Antrag nochmal von Warner Brothers oder den anderen Rechteinhabern passiert ist. Und entweder kommt da nochmal in eine Collection das Game rein oder irgendwie anders wird es nochmal umgesetzt. Die beschlagnahmte Version übrigens war explizit die PlayStation 3 UK-Version der Complete Edition. Das ist die Version, die ich nicht habe. Die habe ich auch nie besessen, sondern die PC-Version hier auf Steam. Wir können aufs Ingame da einmal raufgehen. Und ja, wir lassen gleich mal die selbst ablaufende Demo laufen. Ich gucke nochmal in den Indexbescheid rein. Und wir werden da mal ein paar Fatalities ausprobieren. Das war auch das erste Game, das so diese X-Ray-Funktion hatte, diese Röntgenbilder, wie wir sie in noch heftigerer Art von Mortal Kombat 10 und 11 mittlerweile her kennen. Aber das war das Game, was das quasi eingeführt hat. So, wo sind wir denn hier? Mortal Kombat. Da haben wir es. So, wir lassen es mal im Hintergrund laufen, da müsste gleich die selbst ablaufende Demo kommen. Und ich lese mal ein bisschen vor. Die Indexbescheide sind sehr umfangreich. Die haben hier teilweise 15, 16 Seiten verglichen mit den 5 oder 6, die man sonst hat. Aber bei Mortal Kombat kann man wahrscheinlich nicht genug erzählen. Mortal Kombat 2011 zeigt nach Auffassung des Dreiergremiums die Darstellung von rücksichtsloser und drastischer Gewalt und übt damit im hohen Maße verrohende Wirkung auf Kinder und Jugendliche aus. Der hauptsächliche Spielinhalt besteht darin, seinen Gegner im Kampf 1 gegen 1 zu besiegen. Die rudimentäre Rahmenhandlung tritt gegenüber diesen Zweikämpfen vollkommen in den Hintergrund. Am Ende eines Kampfes gipfelt die Gewaltdarstellung in den sogenannten Fatalities, welche detailliert zeigen, wie der Opponent auf teils extrem grausame Art und Weise ausreißen von Armen und
Qualm, Zweiteilung mit einer Kreissäge etc. umgebracht wird. Dies geschieht nach Auffassung des Gremiums in vielen Fällen nicht etwa auf realitätsferne Art und Weise, indem vornehmlich Magie eingesetzt wird, sondern mit realistischen Waffen wie Messern, Schwertern, Äxten oder Pistolen, deren Verletzungsfolgen sodann ebenfalls realistisch inszeniert werden. Zerplatzender Kopf nach Beschuss, auseinanderfallende Kopf- bzw. Körperhälften nach Schwerthieb und so weiter. Zudem ist das Gremium entgegen der Ausführung des Verfahrensbeteiligten der Auffassung, dass ein großer Teil der Gegner menschlich oder zumindest menschenähnlich gestaltet ist. Unterlegt werden die Gegner, gegen die Gegner ausgeführten Fatality Moves mit den Schreien und dem Jammern der Opfer. Dazu ertönen je nach eingesetzter Waffe Schuss- oder Sägegeräusche. Nicht selten werden am Ende eines Fatalities ein abgeschlagener Kopf oder ein herausgerissenes Organ als Trophäe präsentiert, indem der Sieger den Körperteil triumphierend in die Höhe hält. Gucken wir das doch mal an, würde ich sagen. Und ich habe mir gedacht, wir können natürlich hier normal kämpfen, aber gehen wir auf so Fatality-Tutorial, weil das ist das, was uns interessiert. Wir wollen die Fatalities uns einmal hier angucken. In der Version, die ich hier habe auf dem PC, sind auch schon die Extra-Charaktere freigeschaltet. Ihr seht hier eine ganze Batterie an Classic-Characters, die man hier schon kennt. Aber wir haben unter anderem auch der Krüger-Freddy. Der ist ja auch mit dabei. Wir lassen ihn mal kämpfen gegen... Was würde passen? Gegen Scorpion, würde ich sagen, ja, weil er so feurig ist. Da passt das zu Freddy Krüger ganz gerne. Mittlerweile auch ein beliebtes Mittel bei Mortal Kombat, dass diese Cameo-Auftritte von Berühmtheiten da sind. Wir haben schon Robocop und den Terminator, Rambo war später in den Teilen dabei. Freddy Krügers Klinghandschuh ist nicht nur im Reich der Albträume tödlich. Wir starten aber mit dem unendlichen Zeitmesser. Und es ist ganz geil, dass man hier tatsächlich die Fatalities so trainieren kann. Jetzt so eingestellt, dass ich hier genug Zeit habe. Also hinten, vorne, unten, X. Okay, das ist auch der Abstand, den ich nehmen muss. Hinten, vorne, unten, X. Hat funktioniert. Und was ich gemerkt habe beim Wiederspielen jetzt hier, auch wenn du natürlich visuell bei Mortal Kombat 10 und 11 nochmal eine Stufe, was den Gewaltgrad, aber auch den Detailgrad der Charaktere dann angeht, das ist nochmal drüber, das ist eben PS3 360-Ära, sieht immer noch ziemlich aufwendig aus. Hier ein Classic Kill von Freddy. Wie beim ersten Teil, wo er Johnny Depp dann durch das Bett gezogen hat, die Blutfontäne in die Decke ging. Irgendwie so, ne? Ich starte auch nochmal mit unendlichem Zeitmesser. Ist natürlich nicht der einzige Finisher, den er hat. Man kann sich das zum Glück hier auch alles über die Move-Liste anhören. Und wir gucken mal, was hat er noch für Finishing Moves. Wir haben Welcome to my Nightmare. Unten oben, vorne, hinten, rechter Trigger. Sweep bedeutet also ein bisschen Abstand, dass wir einen Foot-Sweep machen könnten. Unten oben, vorne, hinten, rechter Trigger. Okay. Unten oben, vorne, hinten, rechter Trigger. Unten oben, vorne, hinten, rechter Trigger. Warte mal, wir müssen, glaube ich, auch blocken dabei. So, blocken ist da. Unten oben. Ach, jetzt habe ich vergessen, wie der Move ging. Das ist auch so kompliziert. So, aber den kriegen wir noch hin. Unten oben, vorne, hinten, RT. Unten oben, vorne, hinten, RT. So. So, wir halten das gedrückt, damit wir einen Block haben zum Springen. Unten oben, vorne, hinten, RT. Ne, noch näher ran. Unten oben, vorne, hinten, RT. Unten oben, vorne, hinten, RT. So, jetzt hat es funktioniert. Sind auch ein bisschen knackiger. Hier hat es als Geheim-Fatality dann aufgeführt. Und er wirft Scorpion rein in den Hochofen. Bye, bye, mein Freund. Den Arm kannst du hier lassen. That's Freddy. Lass noch ein, zwei Fatalities machen mit anderen Leuten hier, ne? Mal sehen, was wir hier... Wen könnten wir wählen? Was haben wir noch an Leuten? Wir haben Rain, Kenshi, Scarlet und Cyber Sub-Zero. Okay. Quan Chi. Wo wäre es denn spannend? Wir können mal mit Baraka nur mal gucken. Und der darf... Jax, komm. Baraka gegen Jax. Mal gucken, was Baraka für einen Finisher hat. Hier. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt durch... weil der andere gekommen ist und das Spiel vom Index jetzt runter ist, ob wir tatsächlich eine Collection oder irgendwas bekommen. Es wäre natürlich ganz cool, so die späteren Spiele in der Collection zu haben. Aber offiziell ist hier noch nichts davon bekannt. Vielleicht wie bei GoldenEye, dass man nochmal warten muss auf eine offizielle Ankündigung. Also hinten, vorne, unten, vorne, X. Hinten, vorne, unten, vorne, X. Warum ist denn da noch so viel Fleisch in den Armen drin? Also, auch wenn die neueren Spiele durchaus heftiger sind, was die Gewalterstellung angeht,
Ihr seht, warum das einerseits der Mortal Kombat-Serie nochmal den besagten Tritt verpasst hat, aber warum insbesondere dann die Bundesprüfstelle nochmal enorm darauf abgegangen ist, weil das war im Detailgrad und in der Gewaltdarstellung wirklich enorm. Komm, wir machen noch einen Finisher. Gucken wir mal, ob wir noch mal einen haben. Vorne, vorne, unten, unten, A. Vorne, vorne, unten, unten, A. Okay. Sweep. Vorne, vorne, unten, A. Geheimes Fatality. Okay, was passiert? Einmal da. Und jetzt dreht er ihn. Einmal den Schaschlik hier. So ist es. Okay, ich glaube genug von Mortal Kombat. Und da haben wir ein bisschen kurz nochmal die X-Ray da angeschaut. Ja, sehr interessant. Also ich finde es immer spannend, gerade nochmal dann reinzublicken und da auch nochmal den Kontext zu haben. Wenn ihr euch mal ausführlich mit den Index-Bescheiden auseinandersetzen wollt oder schauen wollt, was selbst gerade aktuell vom Index runter ist, schnittberichte.com. Wie gesagt, wirklich großartige Seite und großartige Arbeit, die da reingeht, das alles mal zu dokumentieren und zu sammeln. Und wir haben es auch nochmal, oder ich habe es auch nochmal in den anderen Special-Index-Folgen gesagt, das soll natürlich jetzt nicht im Großen und Ganzen dafür gehen, guck mal, wie dumm die waren, dass diese Spiele auf den Index gekommen sind. Ich persönlich, der das einordnen kann oder einschätzen kann, da sollte man mündigen Erwachsenen die Möglichkeit geben, ein Spiel ist ab 18, dann kann es auch nur ab 18 gekauft werden, dass das ist und dass nicht nochmal drüber Gebühr da was passieren muss. War natürlich vor 20, 30, 40 Jahren nochmal ein bisschen anders. Da hatten wir ja auch gesehen, gerade die Möglichkeit der Indizierung war vielleicht oft der einzige Weg, damit es nicht in Kinderhände kommt. Und es soll jetzt nicht heißen, dass es absolut hier, guck mal, was die da gemacht haben. Aber einmal, um den historischen Kontext zu verstehen und zu schauen, was waren so die Gedankengänge, die da reingegangen sind. Und viele von den Sachen, die wir heute auch gesehen haben, da war es auch relativ egal. So ein Bloodbath, wie auch immer hieß das nochmal, Bloodbath at Redfalls, brauchte kein Mensch. Da war man fast schon froh, dass es indiziert wurde, dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Und ja, schreibt in die Comments mit rein, was ihr über die ganzen Spiele denkt. Wir werden bestimmt, wenn noch mehr Sachen, die indiziert werden, noch mehr dazu machen. Aber wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr oder einen kleinen Tacken später, wenn sich genug wieder angesammelt hat. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt gerne an den Supporters Club. Der macht es uns möglich, viele Sendungen hier auf dem Sender umzusetzen. Ansonsten sage ich wie oft mal wieder Danke und Tschüss. Ich war euer Gregor, bleibt uns gewogen und checkt auch das restliche Programm hier auf Rocket Beans aus.